Jo Leute, was geht? Willkommen zu Sons of the Forest. Nächstes geplantes Update ist in 2 Wochen, das ist geil. Wir haben 19.10 Uhr, das Game kam vor 10 Minuten raus. Es gibt Einzelspieler, Mehrspieler, Einstellungen, da gehen wir jetzt erstmal rein. Auflösung ist okay, Vollbild deaktiviert, bla bla bla. Das ist egal. Sichtfeld, noch ein bisschen größer direkt. Deutsch. Großer Kopfmodus. Steuerung lassen wir auch so. Ich bin sehr, sehr ungeübt mit Maus und Tastatur. Vielleicht werde ich das zunächst umstellen auf Gamepad, falls das geht. Audio. Audio ist gut, oder? Ist zu laut. Ist der Ton gut, Leute? Ja, ne? Zurück. Einzelspieler, weiterspielen, neues Spiel. Hosten, beitreten. Bin echt aufgeregt, Leute. Neues Spiel, individuell schwer, friedlich, normal. Wir machen normal. Ich will wenigstens mal kurz reingucken. Laut. Ich mache ein bisschen leiser. Geh's ablegen, Alter. Es lädt ganz schön lang. Alter, wir sind drin. Mega nice. Mega, mega nice. Zoome die Navi-Karte mit. Ja, ist klar. Es lädt übel lang, ne? Das Game hat übrigens eine Größe von 13 GB auf der Festplatte. 8 GB müsst ihr downloaden. Kostet 29 Euro. Ich bin mir aber sicher, dass bei meinem Partner von Instant Gaming, die haben das jetzt zwar natürlich noch nicht da, aber in den nächsten Tagen bestimmt ein Angebot kommen wird. Ich verlinke euch unten mal Instant Gaming, guckt da auf jeden Fall mal drauf, ob es da schon ein Angebot gibt. Hashtag Werbung. Und wieso dauert das so lange hier? Ich kann es nicht mal kaufen. Game gecrashed? Ne, ne, es läuft, es läuft. Es lädt. Falls es jetzt noch zu lange dauert, dann mache ich einen Cut. Weil jetzt haufenweise Leute gleichzeitig auf die Server wollen. Aber ist doch Singleplayer, Shayuna. Okay. Ich höre was. Haben wir wieder Story am Anfang. Puffkorb. Die Insel sieht größer aus. Gucken wir uns auf jeden Fall an, Leute. Ist das das, was wir schon im Trailer hatten? Kann man sich umgucken? Oh, ich kann mich ein bisschen umgucken. Ist das die gleiche Insel? Ist nicht die gleiche Insel, oder? Fischei. Edward Puffton. Weeks missing, 31. Age 63 vom Puffcorp CEO. Barbara Puffton, Wife und Virginia Puffton. Kelvin und Fischei. Den sollen wir wahrscheinlich retten, oder wie? Zu überspringen erst. Ne, wir wollen nicht überspringen, wir wollen gucken. Okay, ich weiß nicht, wer das ist und wieso wir Puffcorp CEO retten, aber wir sind auf Mission, Leute. Ich habe einen Puffcorp. Er ist 23k, ja. Alle sind gerade auf Instant Gaming draufgegangen. Ich glaube, die haben aber noch kein Angebot, oder? Rettet. Natürlich ist das im Singleplayer. Ja, trotzdem will ich mal gucken. Hallo, wie lange fliegen wir denn? Werden wir hier auf der Seven vs. Wild Insel ausgesetzt? Man soll es nicht suchen. Soll ich irgendwas drücken? Nee, D. Ich soll was drücken! Barbara Puffton.
Socialite und Virginia. 20, aha. Aha. Sitemap. 14.34 Uhr, Last Transmission. Ich hoffe, ich muss mir das E. Da steht E. Machen wir mal. Fight. Demons. Das lasse ich mir auch tätowieren. Wir sind getroffen. Wir sind getroffen. Haben wir noch ausverkauft? Ja, ja. Kommt bestimmt in den nächsten Tagen was bei Instant Gaming, Leute. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Checkt da einfach mal mein Instagram für ab, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt. Ins Wasser. Nightmare. Ich hoffe, ich muss noch nicht was machen, ne? Hä? Schwimmt doch hoch, du Dummkopf. Hey, wieso schwimmt der nicht am Ding vorbei und hoch? Ist ja blöd. Schön. Oha, wer ist das? Das ist eine Frau. Oder? Emergency only. Ist doch ein Emergency. Mach ob. Ein Fisch. Wir können laufen, wir können uns bewegen. Wir können laufen, wir können uns bewegen. Wir können schnell laufen. Unten rechts, das verdecke ich gerade. Das mache ich vielleicht mal woanders hin. Meine Kamera machen wir mal hier hin. Weil hier unten sind wichtige Dinge. Hier unten. Zurück. Seht ihr, da ist mein Essen. Ausdauer. Trinken. Ah, es gibt jetzt Schlafen, Essen, Trinken und Stärke. Was ist das denn? Okay. Es gibt hier wieder Koffer anscheinend. Sind das immer die Koffer? E. Schön. Medizin. Soll ich mal hier dem Kollegen retten? Das geht. Das ist doch safe mein NPC-Kollege, oder? Das Spiel leckt etwas, ja, habe ich auch. Es leckt ein bisschen. Aber es ist Early Access, ne? Das müssen wir mal ganz kurz festhalten. Das ist kein vollwertiges Spiel. Wir sind hier im Early Access. Das heißt, es können Bugs da sein. Es kann nicht perfekt laufen. Was ist das? Riechsalz oder so? Kelvin, okay, der wird jetzt unser, das ist unser Maskottchen. Folg mir. E? Okay, dann kann ich ihm was Neues geben. Hol, baue, bleib hier, mach Pause, beseitige in dem Gegenstand, folge mir. Okay. Okay, chillig. Der folgt mir jetzt. Wir gucken ja, wir looten ja erstmal ein bisschen. Looten ist immer geil. Noch ein bisschen Medizin. Leuchtfackeln. Oh, da ist bestimmt was krass drin. Ja, also es leckt ein bisschen. Also,
Stein geworfen. Aber das macht nichts. Ich bin Schlimmeres gewöhnt seit gestern. So, ja, was machen wir? Oha, es leckt echt krass. Wie kann ich denn mein Crafting-Menü öffnen? Hallo? G? Nee. Hallo, Crafting-Menü, gibt's das noch nicht? Ich probiere halt alle Knöpfe aus, aber es gibt kein Crafting-Menü gerade. Okay, dann lass uns einfach mal gehen. In den Wald. Guck mal hier, Stöckchen. Stock collected. Verfügbar. I. I ist Inventar, ist ja am anderen Ende der Welt. Okay. Füge der Matze Gegenstände zu, um sie zu öffnen oder zu kombinieren. Ah, okay, jetzt kann man hier Sachen kombinieren. Kombinieren. Und hier ist wieder das Gerüst. Das kennen wir ja. Handgefertigter Speer. Handgemachter Bogen, Knochenrüstung, Techrüstung und Zeitbombe. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Was können wir denn hier mit craften? Gar nichts. Notfallpaket. Kann man öffnen. Handgefertigter Speer. Zwei Speer und das. Das können wir sogar gleich mal machen. Hier ist doch noch einer. Hier war doch noch einer. Nicht blöd? Hallo. Da. So. I. Okay. Du. Hä? Wo sind die Speere? Okay, das. Okay, hier sind die Speere. Zack, zack. Zack. Guckt euch an, wie ich das. Ja. So, Speer ist am Start. Den kann ich ausrüsten. Wir haben unsere erste Waffe. Der Ton ist irgendwie komisch, ne? Warum mache ich das nur? Boah, Junge. Mich würde interessieren, ob es bei euch auch leckt, Leute. Vielleicht Sichtfeld wieder etwas runterdrehen. Wieso? Ich finde das eigentlich gut mit dem Sichtfeld. Guck mal, hat er gar nicht gespeichert. Sichtfeld? Sichtfeld ist auch super. Ich mag das, wenn man schön viel sehen kann. Ich meine Gothic. Wenn du erstmal weiter rennst, bist du zum Storypunkt. Boah, weiß ich denn, wo der Storypunkt ist? Ah, da unten. Wir haben eine Karte. Wir haben eine Karte, Leute. Unten rechts. Das sehe ich ja jetzt erst. Wir haben das erste Mal eine Karte. Wir haben eine Karte. Wie komme ich denn hier wieder raus? Okay. Moin, ja. Ey, wir haben eine Karte unten rechts. Voll cool, was ist denn da drauf? Meine Energy ist irgendwie ein bisschen runter. Ich nehme mal hier ein bisschen Medizin. Zeigt ihr mir das immer wieder? Ist voll nervig. Essen. Leben geht wieder hoch, perfekt. Steam kriegt das nicht geschissen. Okay, wir haben da unten eine Karte. Und hier wäre eine Höhle. Ich würde fast sagen, wir gehen in die Höhle. Boah, Junge. Ich hoffe, genau, was mich interessieren würde, ob es bei euch auch leckt, Leute. Das würde mich echt mal interessieren. Leckt es bei euch auch? Da sind die Caves drauf, ja. Leckt, ja, okay. Red Dead, hast du es auch schon, das Game?
Wo ist eigentlich unser Feuerzeug? Das vermisse ich ein bisschen. Wo ist unser Feuerzeug? Hier haben wir auf jeden Fall kein Satellitensignal. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal nochmal raus. Weil unser Kollege ist auch nicht mit drin. Guck das nur gerne, okay. Wo ist unser Kollege? Hallo? Der ist da hinten! Nee, ist nicht da hinten. Hä, wo ist der? Was machst du denn da? Sollen wir ihm folgen oder wie? Man hat auf jeden Fall sehr viel mehr Ausdauer. Guckt euch mal an, wie lange ich rennen kann. Ich kann ja rennen bis zum Abwinken. Essen, essen, essen. Essen ist gut. Steinchen aufnehmen. Okay, hier ist ein Weg. Was ich noch nicht begriffen habe, ist, wo ich mein Handbuch habe, wo ich Sachen bauen kann. Wisst ihr, was ich meine? So Shelter und sowas. Ich muss ein Shelter bauen. Und Feuer machen. Weil hier wäre perfekt zum Bauen, oder? Oh, guck mal hier, perfekt. Kann man schön weit gucken. Also, wir werden natürlich nicht in der Folge hier es schaffen, irgendwie oh, man lädt übel. Okay, mir gefällt's. Das mit der Ausdauer gefällt mir viel besser als in Teil 1. Das hat mich immer abgefuckt. Wir werden es natürlich nicht schaffen, hier irgendwas von der Story zu machen. Was ich mich frage, ist, wieso dieser blaue Dingsbums ist. Damit man sieht, wo man hergekommen ist, oder? Ah, guck mal da. Na komm. Komm. Da war eine Aufgabe. Ich will es euch eben zeigen. Na, kommt's nochmal? Ich will es euch... Kommt's nochmal? Da stand, öffne das Notfallpaket. Ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen lesen, ne? Öffnen wir mal das Notfallpaket. Öffnen. Öffnen. Aha. Handy, Axt und ein Handbuch. Damit können wir bauen. Oh Gott, ey. Öffne doch einfach. Mann, Mann, Mann. Okay, Modus wechseln. X. X kann man das machen. Guck mal, was man hier Schönes bauen kann. Let's go, go, go. Unterkünfte, Anbau, Bauplattform, Bauplattform 2, Baum, Unterschlupf, Bett, Stuhl, das kennen wir ja alles. Das ist nichts Neues. Kennen wir alles, kennen wir alles. Schade. Schade, kennen wir alles schon. Kennen wir alles schon. Das ist neu, aber okay. Kennen wir. Das ist neu. Ja. Neu. Neu. Okay. Bin ich jetzt einmal alles durchgegangen? Okay, ich bin unterwältigt. Sagt man das so? Oh. Modus wechseln. Ach, guck mal, hier kann man. Hey, muss ich das selber craften oder wie oder was? Kann es. Okay, check ich noch nicht so ganz. Lassen wir mal. Wie komme ich hier wieder raus? Weg. Nein, da wollte ich nicht. Weg. Nein, ich wollte das nicht. Mach das weg, bitte. X. Müll. Wo ist meine Waffe? Meine Waffe ist weg. Hallo, Waffe. Waffe, wo bist du?
Muss ich das wieder ausrüsten? Muss ich immer hier rein zum Ausrüsten? Ausrüsten. Hm. Mit einer Axt kannst du Bäume fällen oder Pfeile zerstückeln. Steht genau unter mir. Ich würde mal einen Baum fällen. Einfach weil ich es kann. Hier, so ein schön. Der sieht doch schön aus. Man kann einfach gedrückt halten. Richtig chillig. Okay, das war's. Geht viel schneller, viel angenehmer als bei Teil 1. Viel angenehmer. Guck mal, ich kann ihn jetzt auch nochmal stückeln. Oder ich nehme den auf. Zwei. Mehr als zwei geht nicht. Will ich fallen? Geh. Geh, ja. Alter, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aus einem Baum. Gefällt mir. Sollen wir mal was bauen? Falsch. Wie öffne ich das Handbuch? Zum Ausrüsten eines GPS-Geräts drücke M. Okay, guckt mal, da sind so I's drauf. Es gibt die I's. Hier gibt es I's. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Man kann am Anfang in unterschiedlichen Poses abgesetzt werden. Man kann am Anfang in unterschiedlichen Poses abgesetzt werden. Ja, das war ja beim ersten Teil auch so. Der muss sich auch ausruhen und sowas. Wo sehe ich denn, wie gut er drauf ist? Ach, ist über meinen Sachen, seine Sachen. Kann das sein? Kann ich ihm Leben geben? Mach Pause. Pause. Ändert sich dann was bei dem? Check ich noch nicht so ganz. Was macht er jetzt? Schildert er sich irgendwo hin? Okay, da vorne ist so ein Zerding. Da will ich eigentlich hin. Komm, folg mir. Ich denke, das ist jetzt erstmal egal. Wir wollen ein bisschen ausprobieren. Wollen ein bisschen was sehen. Folg mir. Ich würde gerne... den Flusslauf müssen wir einfach nur hoch, ne? Das ist ein ganz schönes Stück. Alter Schwede, ist das ein Stück. Ich habe das Gefühl, als wäre die Insel größer als bei Teil 1. Kann ich es wieder wegstecken? Ja. Ich wollte eigentlich was bauen, ne? Ich würde gerne erstmal was bauen, glaube ich. Ja, wir bauen erstmal was. Ja, wir bauen was. Wir bauen hier was richtig Schönes hin. Hier so direkt am Wald. Kann ich ihm auch sagen, ist... bauen. Bauen, bauen, bauen. Wie komme ich denn in dieses komische Buch? Mit X? Y? G? Oh ne. Was ist G? G ist ablegen. T? Da ist es. Was habe ich gemacht? Mit B. B ist bauen. Lul. B. Wir bauen mal... irgendwas, wo ich mich verstecken kann. Eine kleine Blockhütte. Q und R kann man drehen. Da ist der Eingang. Machen wir so. Perfekt. Jetzt brauchen wir unsere Waffe. Und wir fällen Bäume. Kann ich ihm nicht aussagen, fällen Bäume. Beseitige, mach Pause, bleib hier, baue. Konstruktion abschließen. Unterschlupf. Ja, bau mal.
Alter, ultra lag. Der ultra lag. Okay. Baumfeld. B gleich Bild. Ja. Habe ich doch auch rausbekommen. Habe ich ganz alleine rausgefunden. Okay, chillig. Das hat der Dummkopf gebaut. Okay. Das meine ich ja. Aber nimmst du das jetzt? Was machst du? Trinkt er? Was macht er? Ich check ihn noch nicht so ganz. Kümmert er sich um sich selber oder muss ich mich um ihn kümmern? Er kommt mir sehr dumm vor. M für Map. Ah, stimmt. Ihr seid schlau, Leute. M für Map. Und B für Bild. Das ist clever. Kann ich den aufhellen? Das gibt nur Stöcke, ist ja Müll. Ich brauche einen richtigen Baum. Einen Männerbaum brauche ich. Oh! Spinne? Stillt das seine Bedürfnisse? Das ist doch super. Wieso weißt du das alles, Steven? Game gibt's doch erst seit 2 Sekunden. Die kannst du doch schon wissen. Tu nicht so, als wärst du hier der Profi. Ich habe gesagt, Bäume fällen ist besser. Es nervt immer noch. Immerhin gibt es mittlerweile mehr als nur 4. Lauf mir nicht so dumm nach. Du nervst. Das ist jetzt der scheiß andere Baum. Aha. Erstmal chillig was bauen. Scheißegal, was wir mal hier machen müssen. Wollte nicht irgendjemand eben mitzocken? Ogi? Wer war das eben noch? Erinnert sich jemand? Da könnten wir gleich vielleicht auch nochmal in den Multiplayer reintippen. Ja, Ogi? Ogi? Hast du runtergeladen? Hast du gedownloadet? Hast du downgeloadet? Stammhilfen. Einsammeln 3/4 Stämme. Einsammeln Bretter. Unter Schäde. Einsammeln 1/4 Stämme. Einsammeln Baumstämme. Was ist das hier? Stock. Stock, Stock, Stock. Hier sind nur Stöcker. Ich brauche Bäume. Ich höre doch hier schon Mutanten. Und das Spiel ja nicht in den Warenkorb bei Steam. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wie mache ich denn so eine Baumhälfte? Nicht löschen. Bann, direkt bann. Bann, bann, bann. Nicht nur löschen, einfach nur bann. Einfach direkt wegbannen. Bitte bann. Kann man mittlerweile jemand was machen? Nee.
Moin Ogi, mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir? Den Stamm in der Mitte durch. Okay. Hast du Bock auf Sons of the Forest? Hast du das Game schon? Hast du Bock auf Multiplayer? Ey, komm! Jetzt mach ihn durch! Jetzt mach den scheiß Baum durch! Nee, geht irgendwie nicht. Das ist mies. Es hängt. Alter, ist das am Schütten. Und der Ton ist gar nicht gut. Hört ihr das? Liegt das an der Ausdauer? Alter, hört ihr den? Ja, liegt wahrscheinlich an der Ausdauer. L. L ist light. Ah, guck mal, hier haben wir das Licht. Das kann ich gar nicht gebrauchen, was ich hier habe. Was? Okay, man muss sie nacheinander machen. Ist das nicht dumm? Ah! Hä? Siamesische Zwillinge. Bist du Freund? Hey, bleib stehen, bleib stehen! Ich will dein Freund sein. Das ist deine Freundin? Finger weg. Das ist meine Freundin? Ist der Ton okay oder ist sehr schlimm? Die hilft dir irgendwann. Okay. Nervt schon hart der Regen, ne? Jo, mal ein bisschen. Bisschen leiser, nur Hälfte. Wenn Regen vorbei ist, machen wir lauter. Es ist gar, also... Alter, es ist übel am Abkacken, der Regen. Ich habe eh Kopfschmerzen, das ist schlecht. Es ist dunkel. Können wir hier pennen? Y. Pennen wir mal. Oh, ist das wieder hell. Schön. Und wir haben noch... Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Und Essen ist auch noch voll. Das ist sehr gut. Aber unser Kollege hat Hunger und Durst. Kümmert er sich drum? Ihr habt gesagt, er kümmert sich selber drum, ne? Hoffen wir mal. Wir fällen jetzt nochmal am Baum. Der Ton ist wieder okay, ne? Wegen Steam-Scheiße. Immer eine Runde spazieren, alles klar. Fayuna, du hast ja bis morgen Zeit. Mach mal morgen in Ruhe. Mach mal morgen den Multiplayer. Machen wir jetzt für die Aufnahme schön ein bisschen Singleplayer, ein bisschen reinkommen, ein bisschen gucken, ein kleines Fazit ziehen. Er soll sich um seine Bedürfnisse kümmern. Der kümmert sich um alles selber, sagte Steven, ja?
Also der Ton, habe ich das Gefühl, ist irgendwie nicht so gut. Beim Ton müssen wir nochmal ran. Aber es kommt ja in 2 Wochen schon ein Update, Leute. Ne? Wir dürfen auch nicht zu ungeduldig sein. Das ist auch ein Indie-Studio, also ist hier kein Nintendo oder Game Freak. Ja, wir sind hier im Indie-Bereich. Ich bin morgens, ja, scheiß gut. Ach, Shayuna. Ganz ruhig. Alles ist gut. Mein Shelter ist gleich fertig. Meine Energie füllt sich nicht. Das ist mein Essen. Kann das sein, dass es doch mein Essen ist? Hä? Ja, das ist meins. Das ist meins, Leute. Was redet ihr denn? Das ist mein Hunger. Wieso füllen die Bären mich nicht? Die füllen ja gar nicht. Von einer wäre satt. Lass ihn nicht vergiften. Müssen jetzt auch noch zwischendurch jagen gehen. Habe ich einen Warte, vielleicht habe ich einen Schokoriegel. Ah, komm mal hier. Essen, essen. Samen. Hier irgendwo noch. Was zu futtern? Rucksack? Alkohol? Nö, haben nichts zu essen. Schlecht. Nichts zu essen. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir uns mal ein Rehchen oder so, ne? Ein Tierchen. Machen uns dann ein Feuer und dann... Warte, kann ich eben nicht sagen, hol uns Essen? Hol uns mal Essen. Hol... Stämme, Beeren, Fisch, Fisch. Und was? 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 Was stand als letztes da? Hat das jemand gesehen? Das ist doch kein richtiger Baum wieder, ne? Oder? Das ist ein Baum. Du hast Hunger? Ja, was soll ich machen? Ja, ich habe ja halt kein Essen. Das Fisch? Wie hat er denn so schnell Fisch bekommen? Kollege Schnürschuh, gib mir den Fisch. Ich glaube, ich habe gesagt, und lass fallen oder so, ne? Lass den jetzt da fallen. Was hast du mit dem Fisch gemacht? Ganz kurz, neue Aufgabe. Folg mir erstmal.
Da kam was. Ja, da kam was. Wie kann ich müde sein? Ich habe doch die ganze Nacht gepennt. So, jetzt. Hol Fisch und mir geben. So. Sehr gut. Hol mir mal einen Fisch. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Okay, habe ich jetzt, habe ich... Das sind die kleinen Dinger. Ich brauche keiner. Wir brauchen jetzt so Bretter. Bretter. Ja, gib mir den Fisch. Ja, gib! Okay, hat er mir gegeben. Essen. Yam, 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 yam. Das schmeckt. Halb essen, sehr schön. So, jetzt lass mich allen Ruhe. Ich muss hier bauen. Ich habe keine Zeit für so einen Unsinn. Hast du einen Schnaps im Inventar? Meinst du, kann ich trinken? Nee, kann man nicht trinken. So, aber den kann ich doch jetzt noch da. Wieso? Zählt das nicht als Pennen? Das habe ich doch eben gemacht. Wo ist mein Kollege? Hol mir mal einen Fisch. Ja, der Fisch ist für mich. Gib ihn mir. Danke. Yam, yam, yam. Schön erstmal den Kopf ab. Schön. Nur die Hälfte essen, wegschmeißen. Kann es sein, dass man übel schnell wieder schlafen muss? Richtig schönes, klares, reines, sauberes Wasser. Wie viele Fische willst du mir noch geben, Digga? Reicht doch jetzt. Reicht? Ich brauche keine Fische mehr. Ich bin full life. So, jetzt geht's wieder ab. Ich hoffe, wir sehen meine Freundin nochmal. Hat eben so geregnet und so. Ich konnte das gar nicht richtig genießen. So. Hack. 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 Ihr Outfit war reizend. Ja, vor allen Dingen hat sie die vier Gliedmaßen. Und ich glaube auch zwei Köpfe. Bin nicht sicher. Es war auf jeden Fall, ne? Ach, guck mal, muss das immer nacheinander. Der holt hier so lange Fisch, bis du ihm was anderes sagst. Oh. Ist der dumm? Ja, lass fallen. Den nehme ich noch und dann muss man mal kurz. Ey, chill mal! Hallo!
Dann Bau. Konstruktion abschließen. Ey, wie schnell ist denn hier der Tag-Nacht-Wechsel? Kann das mal sein? Ach so, ist gar nicht Nacht geworden. Sah so aber so aus. Einen größeren Fisch bringen. Ah, die Fische sind doch super. Ah! Was ist da für eine 4? Sie... Nimm den. Er ist weg. Das nervt mich hier alles. Ich kann nichts sehen hier. Er baut richtig mit. Ist natürlich. Er baut richtig mit. Okay, das ist echt cool, wenn man so einen Dude hat. Das ist echt eine coole Neuerung. Muss ich echt sagen. Vor allen Dingen, wenn man Singleplayer spielt, hat man dann jetzt irgendwie, fühlt man sich nicht ganz so alleine. Ich habe die letzten Tage viel auch den ersten Teil gespielt, um Platin zu holen. Und da ist es schon so, dass man sich sehr... Ja, sehr alleine fühlen. Das ist echt eine coole Sache. Der ist zwar ein bisschen dumm, aber man kann ihm halt Sachen befehlen. Und das macht er echt super. Klasse. Klasse Typ. Klasse Dude. Klasse. Das ist cool. Ich muss allgemein sagen, wie lange spielen wir jetzt? 48 Minuten. Ich habe noch nicht viel von der Insel gesehen. Das kommt alles später. Aber so ein bisschen Feeling bekommen. Und wir haben schon meine Freundin gesehen. Und ein bisschen mit dem Dude rumspielen. Ein bisschen Bäume fällen und so. Ein bisschen was bauen. Schlafen, essen, trinken und so. Wir haben auch noch keine Tiere gesehen, glaube ich. Aber... Man hat absolut das Feeling vom ersten Teil. Hm, wie erkläre ich das? Stellt euch vor, ihr spielt den ersten Teil, nur alles ist schneller. Besser. Und angenehmer. Vieles, was mich im ersten Teil gestört hat, wie Stamina zum Beispiel. Na, ich habe mich nur die Stamina im ersten Teil gestört, um echt zu sein. Aber die haben vieles übernommen aus dem ersten Teil. Das Gute behalten und noch besser gemacht, würde ich sagen. Es ist gut. Bisher ein gutes Game. Ich denke, wenn wir dann Multiplayer gehen und richtig in die Höhlen reingehen und Sachen finden und so und Story spielen, dann kann man da nochmal ein bisschen mehr zu sagen. Moin Sundown und vielen, vielen Dank für die Follows, Leute. Ich habe die Alerts aus, weil ich eben Bot-Angriff hatte, falls euch wundert. Vielen, vielen Dank an Ogiboy, an Elian, Sundowner und Lix. Ich habe die Alerts nur aus wegen Bot-Angriff. Ab morgen sind die Alerts wieder an, also vielen, vielen Dank, ich sehe das trotzdem. Toxic Mika, auch Dank für dein Follow.
habe es runterzuladen mit dem Steam-Servern. Ich wurde ausgelacht dafür. Aber erstens darfst du nicht, darfst du eins nicht vergessen. Ich bin absoluter Profi. Und zweitens, F5 gespammt wie ein Wilder. F5-Spam ist es, ich sag es dir. Keine Ahnung, vielleicht war ich ein bisschen lucky. Ansonsten F5 gespammt. Profi rutschig aus. Komm, wie der hilft. Er trägt zwar nur einen Baum und läuft auch nicht schnell, aber besser als nix. Besser als das, was Steven immer so macht bei Forest. Ey, Steven, du brauchst auf jeden Fall ganz schnell... Ich will das mit dir zocken, Mann. Du brauchst ganz schnell entweder das Steam Deck oder... Oh, wir können gleich mal gucken wegen der Kompatibilität, ob das auf dem Steam Deck läuft. Das kann ich gleich nochmal machen. Das ist bestimmt auch spannend. Oder kann mal gerade jemand bei Steam gucken und mir sagen, ob das Steam Deck kompatibel ist? Mache eh nichts im Game. Wie oft bist du nochmal gestorben, Steven? Mit 21? Ich habe eben mit 48 runtergeladen, bis mein Internet abgekackt ist. Dann war ich bei 1. Du bist also so viel besser, sowohl besser als auch schlechter. Da steht nichts. Okay. Ich werde es ausprobieren, Leute. Ach, guck mal, wir haben ersten Freund. Hallöchen. Wir haben unseren ersten Kollegen. Was geht? Ist wieder weggelaufen. Ist schüchtern. Der ist anscheinend ein bisschen schüchtern. Ja, Steven, ich weiß, du bist gut. Deswegen sage ich doch, ich will mit dir zocken. Denkst du, ich sag das aus Jux? Du brauchst dringend das Steam Deck. Ich denke mal, die haben ja hier Controller-Unterstützung. Das wird bestimmt auch mit dem Steam Deck gehen. Ich werde das gleich mal ausprobieren. Weil Forest 1 ist mit dem Steam Deck spielbar. Ich denke auch, dass der Teil hier spielbar ist. Ich werde das nach dem Stream ausprobieren und dann euch mitteilen. In der Videobeschreibung ansonsten... Ach, guck mal, hier ist er. Hallöchen. Ist schüchtern. Ist ein Schüchterner. Alter. Ich bin der Superman. Da ist noch einer. Hallöchen. Sollen wir den mal killen? Na, das will nicht. Er will nicht. Baumfeld! Und wirft die Baumstämme. Ey, das war krass gerade, ne? Richtig, ey, guck mal, wie ich kann Baumstamm-Weitwurf machen. Das gibt's doch. Oh, guck mal hier! Bam! Ist auch eine Taktik. Kann man sich selber damit umbringen? Au ja, kann man. Da steht volle Controller-Unterstützung, ja. Dann könnt ihr das ganz chillig auch mit dem Steam Deck spielen. So, wir haben unser erstes Shelter beendet. Wo ich nicht reinkomme. Doch, ich komme rein. Geil. Shelter ist beendet. Seht es euch an.
Der hat angegriffen. Schnell. Dich nehmen wir mit. Ey, der hat so eine richtige eklige Haut. Da können wir direkt mal ausprobieren, ob wir ein Dingsbums machen können. B wie Bild. B wie Bild. Ein Feuerchen. Feuer. Feuer. Hier ist Feuer. Feuer. Verstärktes Feuer. Das will ich bauen. Muss ich das selber bauen oder wie? Hä? Ich kann es nicht auswählen. Einfaches Feuer, Standfeuer. Muss ich es selber machen? Hier kann ich was auswählen. Ich glaube, Feuer muss ich selber machen. Kann das sein? Nehmen wir mal hier rein. Hab doch einen Stock. Also wenn ich das hab, dann Stöcke. Fackel. Steinfall. Hm. Hab ich Tarp? Wo ist denn Tarp? Hab ich doch safe schon eingesammelt, oder? Was ist das eigentlich hier? Ich hab keinen Tarp. Ach, guck mal, ist alles ausgegraut, was man nicht mehr dazu packen kann. Ja, das mit dem Feuer verstehe ich nicht. Wie geht das mit dem Feuer? Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, 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 Feuer. Hm. Modus wechseln. Einfaches Feuer. Ich nehme Stock. Ich mache den in 2. Lass fallen. Ich versuch's mal. Nimm mal einen Stock in die Hand. Ausrüsten. Oh. Ich kann... Hä? Ah. Hä, ich kann nichts irgendwie verbinden. Ich will ein verkacktes Feuer machen. Was steht da? Aha! Nein. Nein, 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 das war doch gut. Nein, das ist doch scheiße. Also so. Okay. Ja. Okay, man muss für ein Feuer anscheinend nicht mehr ins Inventar. Den legen wir jetzt da drauf. Wird der erstmal schön. Kann man die nicht mehr kokeln? Doch. Doch, der kokelt, ne? Aha. Nee. Aha. Kann ich es wieder ausmachen? Nee, ich kann nur benutzen. Okay. Er hat Schild. Was kannst du denn? Was können wir dir denn zur Aufgabe geben? Du, das gefällt mir nicht, wenn du hier nichts machst. Beseitiger. Aha. Mach mal Pause. Geh mir nicht auf den Sack, mach Pause. Geh, oder? Geh. Wir sind noch nicht sehr schlau. Nee, das sind die allerersten Gegner. Oh.
Das ist doch doof. Kann ich hier nicht? Ich kann nur ausrüsten, aber kann ich es auch? Was ist das hier eigentlich? Einschalten. Wir haben LED. Wie geil. Man kann ausrüsten, aber man kann nicht zu einer Schnellwahl machen. So, ich habe es jetzt ausgerüstet, aber ich... Oh, was ist das? Falle. Ja, das hier, ja, da tut man sich weh. Und das ist, würde ich mal sagen, erster Einblick in Sons of the Forest. Können wir mal ganz kurz gucken, was wäre denn so das nächste, nicht Inventar, sondern B, Bill, ich habe gelernt, B wie Build. Was wäre denn so das nächste, was man hier so machen könnte? Was ich noch nicht kenne. Baum unterstob, okay. Das kennen wir ja alles größtenteils. Unterkünfte, Baum, was ist das? Beobachtungsturm, das klingt nach mir. Das brauche ich. Von oben schön mit Pfeil und Bogen. Baumunterschlupf, Bettstöcke, das kennen wir ja alles. Das ist alles nicht so spannend. Gab es noch irgendwas Geiles, was mir hier aufgefallen ist? Ja, ein paar Fallen, das war schon. Gar nicht so viel, ne? Ich frage mich, wo der... Fokus dann ist. Wahrscheinlich mehr auf, man soll gar nicht so craftmäßig, so wie im ersten Teil, sondern wirklich rumlaufen und die Mission machen. Das würde ich sagen, machen wir dann aber im Multiplayer. Mit den Zuschauern zusammen. Weil man muss ja hier den Fluss hochlaufen, ist da oben der erste Punkt gewesen, wo ich hin muss. Das machen wir dann. Hau rein, Red Hat. Das war's auch für mich. Wie gesagt, schaut bei Instant Gaming vorbei. Da wird bestimmt auch ein Angebot geben. Like auf dem Video lassen, Kanal abonnieren. Und sag mal, wie ihr das Game findet. Early Access, 28 Euro. Kleines bisschen teuer, finde ich. Ich denke, 24,99 wäre der perfekte Preis gewesen. Aber das ist meckern auf hohem Niveau. Ansonsten bleibt mir ja viel zu sagen. Viel Spaß mit Sons of the Forest und bis zum nächsten Mal. Haut rein.